sehen uns auf reitschuster.de. Lassen Sie es einfach. Es ist unglaublich, wie sich diejenigen, die bei jeder Gelegenheit beteuern, sie seien die wahren Demokraten, und all diejenigen, die sie kritisieren, das seien Demokratiefeinde, in diesen Tagen entlarven. Stichwort Impfpflicht. Ich habe mir die Bundespressekonferenz mit Karl Lauterbach angeschaut und ich war völlig baff. Das erinnerte mich weniger an eine Pressekonferenz als an eine Gruppentherapiesitzung. An eine Gruppentherapiesitzung derjenigen, die es nicht verarbeiten können, dass der Bundestag, ein frei gewähltes Parlament, in einer souveränen Entscheidung einen Impfzwang abgelehnt hat. Und das Hauptthema auf dieser Bundespressekonferenz, was immer wieder wiederholt wurde, geradezu gebetsmühlenartig, das war: Wie kann man die Entscheidung des Parlaments rückgängig machen? Wie kann man doch noch eine Impfpflicht einführen? In meinen Augen eine fundamentale Missachtung des Parlaments, eine fundamentale Missachtung von demokratischen Grundsätzen. Und da zeigen diejenigen, die sich für die besseren Menschen halten, für die besseren Demokraten, was sie wirklich von Demokratie halten, nämlich ganz, ganz wenig. An einer Schlüsselstelle in dieser Bundespressekonferenz, da sagte ein Kollege von der ARD, also mit den Gebührengeldern von Ihnen finanziert: Wir, die Journalisten und die Politiker, wir verstehen ja, dass diese Todeszahlen, dass die immer noch dramatisch sind, aber die Bevölkerung, die versteht das ja nicht. Also der gemeine Pöbel ist zu blöd, offenbar auch die Bundestagsabgeordneten, aber die Auserlesenen, die Auserkorenen, die Journalisten, die hellen Retter der Demokratie und des Morgenlandes, die wissen, wo es hingeht, gemeinsam mit auserkorenen Politikern wie Karl Lauterbach. Eine Missachtung des Souveräns, des Volkes, der Wähler und des Parlaments, wie man sie sich eigentlich schlimmer kaum ausmalen kann. Das Positive daran ist, dass sie hier in einer beispiellosen Art und Weise einmal die undemokratische Maske heruntergenommen haben, denn sie sehen sich in meinen Augen als Volkserzieher mit Haltung, mit Belehrung und mit Ideologie. Und ich halte das für ausgesprochen gefährlich und für ausgesprochen schädlich für eine demokratische Gesellschaft. Und das zeigt, wo die wahren Demokratiefeinde sitzen, nämlich zum Teil, ich sage es nicht über alle ganz explizit, in der Bundesregierung und in den Medien, wo sie eben keine Achtung für die Menschen in diesem Lande haben, wo sie glauben, die müsse man umerziehen. Man wisse selber besser, was die brauchen und was man mit ihnen machen kann. Und beim Thema Corona wurde das ausgesprochen deutlich. Vielleicht hat das auch etwas Gutes dahingehend, dass sie sich hier so wahnsinnig enttarnen. Vielleicht hilft das, dass immer mehr Menschen aufwachen, weil sie nicht möchten, dass man ihnen hier die Demokratie unter den Füßen wegzieht und dass sie in einer Belehrungsgesellschaft erwachen, die von oben nach unten durchgesteuert wird, wie man das sonst aus sozialistischen Systemen kennt. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Schauen Sie wieder rein, abonnieren Sie, lassen Sie ein Like da, schauen Sie auch auf meine Seite. Alles Gute, danke, ciao. Wir sehen uns auf reitschuster.de.